Jawohl, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, Dienstagabend, 18 Uhr, live hier im Sony Web Talk. Mein Name ist Steffen Böttcher und ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung. Eigentlich ist jede Sendung besonders. Heute freue ich mich besonders auf die Christiane Baumgart. Wir haben unglaubliche Modefotos heute, die wir sehen. Und ich bin ein großer Fan, habe viele Jahre selber Mode fotografiert und ja, freue mich wirklich, wirklich über diese Sendung, weil wir haben, das ist so eine Inspiration wieder. Und sie wird uns ein paar Geheimnisse verraten. Bevor wir gleich mit ihr anfangen, werdet ihr wie immer gehostet und willkommen geheißen von Sony Pro Support Team, beginnend mit der wundervollen Nicola. Best! Da ist sie schon. Steffen! Was ist Hallo, das Nico. Denn für eine süße Ankündigung? Du bist Oder? Ja lieb. Fehlt nur noch der Trommelwirbel. Ja. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? So, beim nächsten Mal machst du hier den Michael Buffer. Genau. Ach du, ja, nee, grundsätzlich gut. Bisschen genervt von diesem ganzen Hin und Her und was darf man nicht oder doch. Aber ansonsten geht's uns wirklich gut und wir sind, oder ich, um mal jetzt von mir zu sprechen, in einer schönen Position, einen jetzt neuerdings 100-jährigen Großvater zu haben, der kerngesund ist. Das und ist schön. Das auch hoffentlich so bleibt. Ja. Und nee, also das ist wirklich, da bin ich ganz glücklich. Alle gesund und munter und bis auf den normalen Wahnsinn. Aber von daher kann ich überhaupt gar nicht und will ich auch gar nicht meckern. Warum auch? Ich freue mich ist total wie letztes Jahr. Heute auf Christiane. Ja, und es ist wie letztes Jahr. Wir machen uns wieder kuschelig zu Hause, machen Voll. Wieder Netflix an und dann... Live-Talk-Time. Netflix. Wir durch. Live-Talk. Oder so, genau. Also ihr Lieben, Nein. wenn ihr Fragen habt, dann ist Sony Pro Support Team. Die Nicola, die sitzt die ganze Zeit an ihrem Rechner und stellt eure Fragen hier unten über die F&A-Funktion ja. und Nicola wird euch die beantworten oder weiterleiten an mich, wenn ihr Fragen an Christiane habt. Das Schöne ist bei Nicola und auch bei den anderen dreien, die ihr gleich noch kennenlernen werdet, wenn ihr sie nicht schon kennt, die haben unglaublich viel Ahnung von allen Sony-Produkten rund um die Fotografie. Schreibt einfach alles rein und sie filtern das für mich und werden euch so schnell wie möglich antworten. Genau, traut euch. Immer raus damit klar. mit den Fragen. Challenged uns. So, nicht vergessen, F&A-Funktion, nicht die Chat-Funktion. Nicola, wir sehen uns nachher nochmal. Machen wir. Machen wir immer weiter mit Oliver. Mein lieber Oliver aus Berlin. Er sitzt wieder vor seinem Zitronen-Couchtisch. Genau. Ganz Jahressonne. Ist genau ja. passend, glaube ich, zu einem Thema ja, Beauty- und Fashion-Fotografie, was auch, glaube ich, ganzjährig immer ja, gespielt werden kann, eine große Relevanz hat. Und ich glaube, dass, ja, wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt, hatten wir das Thema im Vergleich zu vielen anderen dann doch ja, sehr also selten. Fast selten. Von daher, glaube ich, wird's heute auch wieder ja, sehr, sehr spannend. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Stunde mit dir und Christiane. Wird herrlich. Auch Oliver sitzt die ganze Zeit im Hintergrund an der Tastatur am Rechner und freut sich auf eure Fragen. Zum Schluss wie immer, der liebe Sergej, da ist er, mein Lieblingspilot aus, und irgendwann glaubt man wirklich, dass Sergej Pilot ist, weil ich immer sage, dass er Pilot ist. Ja, hi Steffen, ich muss dich leider enttäuschen, meinen Pilotenstatus habe ich ja, ich glaube, bei Staffel 3 abgelegt. Ich bin jetzt free unterwegs, ohne Kopfhörer. Ja, zum Talk, ich freue mich auch sehr, ich habe Christiane im Oktober auf einer Veranstaltung kennengelernt und war eigentlich total begeistert, nicht nur von den Bildern, sondern auch vor ihrem Werdegang und wie sie es auch in so kurzer Zeit dahin geschafft hat, wo sie jetzt ist. Und ich bin vor allem auch gespannt, was sie uns zu erzählen hat, wie denn so manche Shootings ablaufen, was es da für Probleme gibt, wie das gelöst wird und wen sie vielleicht schon Prominentes so alles vor der Kamera hatte. Ja, genau darum geht es heute. Vielen lieben Dank, Sergej, und auch der Sergej sitzt die Sendung über an der Tastatur und freut sich auf eure Fragen. Ja, dann kommen wir doch mal heute zum heutigen Gast, Christiane Baumgart. Ihr solltet unbedingt ihre Webseite besuchen. Christiane-Baumgart.com ist eine unglaubliche Inspirationsquelle. Es sind ein paar Strecken drauf, die sehr, sehr inspirierend sind, weil sie sehr viel mit Licht arbeitet, sowohl künstliches als auch natürliches Licht. Und ja, wie sie das macht, das wird sie uns gleich alles selbst erzählen. Herzlich willkommen, Christiane Baumgart. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst heute für unseren kleinen Web-Talk.
Christiane. Da ist sie. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin sehr, sehr froh und glücklich drüber. Du hast ein unglaubliches Portfolio an Arbeiten. Und ja, das ist, als ich da drauf gegangen bin, habe ich gedacht, huiuiuiui, dass die Frau weiß, was sie tut. Und jetzt schon mal die erste Frage, bevor wir gleich sehen, wir sehen gleich noch einen Trailer von dir. Wie lange fotografierst du schon? Müssten jetzt fast 3 Jahre sein. Was? Also, ja. Ich hätte jetzt gesagt 30 bei dem, was ich denke. 3? Ja, also. Und dann schon so fett im Business. Eieiei, jetzt bin ich ehrlich, aber deprimiert, du. Ich wollte dich jetzt nicht runterziehen. Nee, also es sind tatsächlich im Januar 3 Jahre dann. Ja, ich habe mich am 1. Januar 2019 selbstständig gemacht. Mhm. Hatte im Dezember 2018 meinen Job gekündigt. Als? Ich war im Marketing viele Jahre, tatsächlich über 10 Jahre und habe mich dann irgendwann so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und ja, und habe Coachings gebucht, viele Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gelesen und irgendwie habe ich dann gedacht, also ja, alles schön und gut, im Büro wirst du nicht glücklich damit, ja? So nach dem Motto. Und dann hat, wie gesagt, eigentlich war das Schlüsselerlebnis ein Telefoncoaching beim Herrn Werle, der ja auch viele Sachbücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung geschrieben hat. Und dann hatte ich mit ihm dieses Telefoncoaching und nach einer Stunde sagte er dann zu mir, ja, Frau Baumgart, was soll ich Ihnen eigentlich großartig sagen? Sie sind eine Künstlerin. Und ich so, ah, okay. Ja, jetzt muss ich es sagen. Jetzt muss ich es sagen, so ungefähr. Ja, und dann habe ich mir überlegt, dann mache ich da irgendwas draus. Und ich stand tatsächlich hobbymäßig selbst vor der Kamera als Model, also wirklich absolut hobbymäßig und hatte einfach diese Ideen da in meinem Kopf. Und irgendwann war es dann so, dass ich so viele Ideen in meinem Kopf hatte, dass ich den Fotografen damit nicht mehr auf den Keks gehen wollte und mir eine eigene Kamera gekauft habe. Und ja, und das war dann im Prinzip meine Möglichkeit, die Ideen, die da in meinem Kopf drin sind, alle zu verwirklichen. Und habe mit einer kleinen Kamera angefangen und ja, und bin dann irgendwann zu Sony gewechselt. Jetzt hast du ja schon die meisten Fragen vorweggenommen. Ah, sorry. Wir quatschen gleich nochmal drüber. Wir gucken uns erstmal einen kleinen Einspieler von dir an und dann quatschen wir gleich weiter. Na klar. Ja, sauber. Also nochmal mein Tipp an euch da draußen. Schaut bitte auf die Webseite christiane-baumgart.com. Ihr werdet, glaube ich, mit offener Kinnlade da sitzen, wenn ihr das gerade verfolgt habt, dass die Christiane gerade mal 3 Jahre fotografiert. Christiane, du hast eben erzählt, hast du im Marketing gearbeitet. Hast du da auch schon sehr viel mit visuellen Geschichten irgendwie zu tun gehabt? Ja, teils, teils. Also 50-50. Der eine Teil war sehr analytisch, der andere eher kreativ. Mhm. Und ich habe natürlich mit Werbeagenturen schon zusammengearbeitet. Allerdings jetzt nicht zum Beispiel Fotografen gebucht, das nicht, aber durchaus auch Layouts beurteilt oder so. Ne? Mhm. Und das eben zu 50%. Ja. Ja, weil das ist immer, glaube ich, da wirst du mir recht geben, die Technik, die hast du dir offenbar sehr schnell drauf geschafft, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, viel, viel spannender und viel, viel schwerer ist eigentlich, sich einen Stil drauf zu schaffen, also dieses magische Auge, das genau weiß, jetzt ist es perfekt oder jetzt, ja, jetzt stimmt das Gefühl, ich glaube, dieses Gefühl für ein Foto, ein Gefühl für ein Ergebnis, hattest du das von Anfang an immer schon oder musstest du das noch ausbauen? Also das Gefühl, also ich mache ja wirklich Menschenfotografie und so 20% Produktfotografie, wenn es irgendwie dazugehört. Aber dieses Gefühl für Menschen
Und ich finde, das gehört oder ist mit am wichtigsten, ja, dass man wirklich dieses Gefühl für die Menschen entwickelt. Das habe ich mir tatsächlich angeeignet, indem ich super viel fotografiert habe. Also es gab eine Zeit, so das erste halbe Jahr, ich weiß nicht, wie viele Shootings ich da hatte pro Woche. Und im Übrigen auch nach wie vor, auch ganz wichtig, nicht immer nur mit professionellen Models. Ja. Mhm. Und für mich, was mir dann Kunden oder auch ja, Agenturen oder die Menschen selbst zurückspielen, dass sie sich halt eben wohlfühlen müssen, also oder dass sie sich wohlfühlen. Und ich glaube, dass sie sich wohlfühlen müssen, damit das Bild letzten Endes gut wird. Und meine Fähigkeit ist es ja, in kürzester Zeit dann das perfekte Foto ja, zu machen. Ne? Ja, und das ist soweit klar. Ich glaube aber auch, dass du hier eine Ästhetik mitbringst, die ganz vielen Fotografen ja auch ein bisschen fehlt. Also ich kenne eine Menge Fotografen, die schon ein paar Jahre fotografieren und ja, ästhetisch noch nicht auf dem Niveau arbeiten, auf dem du jetzt nach 3 Jahren arbeitest. Ja. Deswegen glaube ich, dass da bei dir natürlich irgendwie ein paar Sachen zusammenkommen. Nicht nur natürlich irgendwie auch das Wissen um Persönlichkeitsentwicklung und wie man mit Menschen umgeht, sondern vor allem ein hoher Grad an Ästhetik. Und was glaubst du, wie viel du da jetzt aus deiner Arbeit im Marketing irgendwie mitgebracht hast schon? Also tatsächlich die Arbeit, aber auch einfach ich als Persönlichkeit, weil ich würde mich als sehr ästhetischen Mensch bezeichnen. Ich liebe gutes Design, ich liebe es, wenn Menschen einen guten Geschmack haben, Schönheit, das sind alles Dinge, die mich per se sehr ansprechen, bin ich ganz ehrlich. Ja? Dazu kommt dann natürlich noch die Persönlichkeit bei den Menschen, ne, die man dann so rauskitzelt. Aber ich glaube schon, wenn ich ehrlich sein darf, dass die Ästhetik oder das Auge und das Gefühl eines Fotografen für Ästhetik, dass man das entweder mitbringt oder nicht, ob man es sich aneignen kann, darüber kann ich mir tatsächlich kein Urteil bilden, weil bei mir war das Gefühl schon von Anfang an da. Gib uns mal, mach mal bitte deine Webseite auf und so, dass die, die jetzt quasi nicht parallel noch einen zweiten Monitor haben, um auf deiner Webseite rumzusurfen, mal so ein bisschen auch sehen, in welchem Stil du so fotografierst. Und du hast das eben schön, was heißt, ja, hast du schön erzählt, also es gibt Fotografen, die bringen das mit und andere wiederum nicht und du weißt nicht, ob man es erlernen kann. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, wie viel Vergleichsbilder man sammelt in seinem Leben. Also ich glaube, wenn du niemals in eine Marie Claire reingeschaut hast, in die Zeitung, niemals in den Modekatalog reingeschaut hast, dann wird es sehr schwer sein, sich diesen Stil anzueignen. Ich glaube, dass man sehr viel auch selber dort unterwegs sein muss, um überhaupt das zu verstehen, was so ein Magazin ausmacht und worauf das aufbaut. Ja, da gebe ich dir recht. Allerdings möchte ich da ganz auch ehrlich sein und sagen, dass ich tatsächlich mir nicht viele Modezeitschriften in meinem Leben angeschaut habe. Aus dem einfachen Grund, weil ich die Ästhetik oder das einfach so aus mir heraus entwickle, ja, also wirklich künstlerisch, maximal mit Moods arbeite, ja, also andere Bilder, die mir gefallen und da gibt es sehr wenige Fotografen, bei denen ich mich oder von denen ich mich inspirieren lasse. Nenn uns doch mal ein paar wenige. Tatsächlich, also in den Anfängen war es Lina Tesch ganz viel. Ach, na, klar. Also ne, so Januar, als ich dann angefangen habe, und auch Andreas Ordner, Lina Tech, die beiden ganz, ganz klar, das hat sich so ein bisschen verändert. Und mittlerweile sind es auch eher ausländische Fotografen, also gar nicht so spezifisch. Ich gucke eher wirklich außerhalb, ja, im Ausland. Und da sind es auch Jungfotografen oder ganz unbekannte Fotografen, von denen ich mich mittlerweile inspirieren lasse, wenn überhaupt, ja, weil ich mich eigentlich in den meisten Fällen mehr von den Models, der Persönlichkeit, die sie so mitbringen, den Klamotten und der Location inspirieren lasse, weil ich einfach gemerkt habe, dass es dann einfacher ist. Ja, weil Wenn man jetzt bei dir so durch die Webseite scrollt, kannst du das mal machen für uns, dann wird man schnell feststellen, da ist die Elle, da ist die InStyle, da ist ja die Marie Claire, haben wir schon genannt. Also es sind ja doch schon sehr renommierte Magazine, sehr renommierte Blätter, für die du arbeitest. Wie bist du denn da in so kurzer Zeit rangekommen? War das bei dir
klassische Mappentermine, wo du losgezogen bist? Hast du eine Repräsentanz oder wie arbeitest du da? Also tatsächlich habe ich ein gutes Netzwerk international, das habe ich mir auch selbst erarbeitet. Ich habe noch keine Repräsentanz, da würde ich gerne hinkommen, aus dem einfachen Grund, weil es einfach irgendwann zu viel wird für den Fotografen selbst, ne? Wenn man alles selbst organisieren muss rund um die Shootings und weil man einfach gegenseitig voneinander da profitieren kann. Und dieses Netzwerk, was ich habe, auch die ganzen Chefredakteure, das habe ich mir von der Pike auf selbst erarbeitet. Es kommt quasi noch aus deinem Marketing, die Kontakte oder? Leider nicht. Also da habe ich wirklich bei null angefangen und habe teilweise angeschrieben, Kaltakquise gemacht. Und ich kann wirklich hier sitzen, also wenn ich hier sitze, dann kann ich sagen, ich habe sehr, sehr, sehr viel Arbeit und Zeit investiert. Also das kann ich in wirklich. In Kontakte und in die Fotografie. Ja, das ist das sowieso. Also ich glaube, wenn du in so kurzer Zeit so schnell dich da entwickeln konntest, dann musst du auch wirklich jeden Tag fotografieren. Das ist, ich sage mal, wie so ein Muskel, den man trainieren muss. Du wirst ja auch mit jedem Foto im Grunde schlauer, wenn du das dann selbst noch analysierst. Du hast uns mal eine Strecke mitgebracht, die du auf deiner Webseite auch zeigst. Ich glaube, wir wollten mit Aminata anfangen oben. Ja, genau. Und zwar ist das ein Shooting, da hast du mit Folien gearbeitet. Genau. Ich kann ja vielleicht anhand oder einfach von meiner Homepage. Genau, lass uns einmal, da findet ihr es. Dann schauen wir uns erstmal das Endergebnis an. Und das finde ich unglaublich toll. Ich scrolle einfach einmal. Ja, genau. Das war eine Auftragsproduktion? Nee, das war eine freie Arbeit. Freie Arbeit. Genau. Das heißt, du hast sie irgendwann angeschrieben, hast gesagt, ich würde gern was mit dir machen. Nee, das läuft eigentlich in der Regel immer über Modelagenturen. Okay. Du arbeitest da, ich habe schon gesehen, mit Modelwerk, das steht bei dir, mit denen habe ich früher auch immer viel gemacht. Die kann man teilweise anschreiben, die gucken einen dann an und wenn Models in der Stadt sind, dann kann es durchaus sein, dass die Models dann bei einem mal vorbeischicken, wenn genug ist. Ja, absolut, wenn die on stay sind. Und oft haben wir ja auch schon Pull-Letter oder Styling-Letter von den Magazinen. Also die Zusagen, dass es veröffentlicht wird, was mir persönlich auch sehr wichtig ist für meine Arbeit, einfach aus dem Grund, weil ein Bild immer erst dann für mich final ist, wenn ich es gedruckt habe. Ja? Also ich bin da tatsächlich ich weiß nicht, ob man konservativ sagen kann, aber für mich gehört es irgendwie ein Stück weit dazu. Ja, deswegen sage ich auch immer zu meinen Kunden, schickt mir doch bitte Belegexemplare, weil es einfach das Wertvollste für einen Fotografen ist, wenn man das Bild dann gedruckt sieht. Und wenn wir dann natürlich mit so einem Pull-Letter oder Styling-Letter arbeiten von den Magazinen, dann fragen wir damit dann entsprechend die Models an. Aber es gibt ja auch da bei freien Arbeiten, und da mache ich nicht ganz so viele, genauso auch ein komplettes Moodboard mit Styling-Moods, mit Make-up-Moods, mit Model-Moods, also im Sinne von, welcher Typ Model könnte jetzt da an der Stelle gut passen, weil hier wusste ich zum Beispiel schon, was ich vorhabe. Ja, und dann haben wir ganz gezielt entsprechend auch angefragt. Ja. Wie machst du das mit dem Styling und mit dem Haare-Make-up? Dann buchst du die selber? Ja, also da habe ich auch drei, vier Mädels und Jungs, die Hair- und Make-up-Artists, also da würde ich einen super Job machen, wo über die Zeit in den 3 Jahren jetzt wirklich ein tolles Vertrauensverhältnis auch einfach entstanden ist und man weiß blind, dass man sich aufeinander verlassen kann, die auch sehr konzeptionell arbeiten, was mir persönlich sehr wichtig ist. Egal, ob das letzten Endes der Fashion-Stylist ist oder die Make-up-Artist oder auch das Model. Ich beziehe auch sehr, sehr gerne und sehr oft die Models mit ein, ja, dass die auch ihre Ideen mit einbringen können, gerade bei freien Arbeiten, wie jetzt an der Stelle. Da soll jeder, das ist meine persönliche Meinung, oder darf jeder auf seine Kosten kommen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, ja, genau. Und
Ansonsten können wir gerne mal über die Strecke. Ich wollte gerade sagen, zeig uns doch mal ein paar Making-ofs, damit wir auch mal ein bisschen sehen, wie du das Licht gesetzt hast und der Einsatz dieser Folien, wie genau, genau, da sehen wir es. Also, du hast, was sind das, Edinchroms? Ja, genau, ach, das war spontan. Da hat mein Kollege letzten Endes noch Blitze übrig gehabt, so nach dem Motto. und da habe ich verwendet 5 Blitze. Genau. Mhm. Das wollte ich euch im Prinzip deshalb gerne zeigen, weil ich ja eben mit Available Light arbeite, aber genauso auch, also eigentlich viel auch schon im Studio gearbeitet habe und da jetzt zum Beispiel bei der Strecke teilweise mit 5 bis 6 Blitzen gearbeitet habe. Ja. Und Farbfolien, also hier sieht man im Prinzip die erste Farbfolie, hier sieht man die zweite Farbfolie, hier in den Striplights. Hier drüben ist noch ein Striplight. Mhm. Hier war auch eine Farbfolie drin. Ich glaube, okay. Es war rot. Ja, das sieht man auch gleich nochmal beim finalen Bild. Das heißt, ich hatte 3 Farbfolien, 5 Blitze. Hier habe ich den Hintergrund angeblitzt. Da hatten wir so ein, das sieht man das 4 vielleicht nochmal. Genau, hier hatten wir so ein, wie nennt sich das? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Einfach, das ist ja letzten Endes nur eine Bespannung und ein Rahmen. Ja, ja, ne? Genau. Aber wir hatten den angeblitzt, ich glaube, teilweise auch von hinten. Und genau, und damit ist es eigentlich schon erklärt, außer was wichtig ist, dass wir hier entsprechend noch Styros hatten. Das heißt, wir haben mit den beiden Blitzen die Styros angebounced. Mhm. Und ja, und das hat es dann im Prinzip ausgemacht, ja. Ja. Also, genau, das finale Foto zeige ich gleich nochmal. Hier sieht man es auch nochmal von der anderen Seite. Da mache ich meinen Ausfallschritt, ja. So den Fashion-Ausfallschritt, den mache ich immer, das ist immer ganz lustig. Oder ich lege mich gleich auf den Boden. Genau, und da kann ich... Man sieht auch hier gut, kannst du mal in das mittlere Foto reingehen und du hast es gerade so aufgezoomt. Du fotografierst auch immer direkt in den Rechner rein. Also. Weil da links sieht man es, da arbeitest du mit Capture One. Sorry, genau. Genau, da arbeitest du mit Capture One und direkt mit einem LAN-Kabel in den Rechner rein, ne? Genau, das Original-Tether-Kabel. Ja. Das, ja, das längste, was es gibt, habe ich, glaube ich. Hier sieht man es. Erzähl uns doch mal was zu deinem Equipment. Welche Kamera benutzt du? Ja, also ich habe da mal so ein Flatlay fotografiert. Ich glaube, hier müsste das sein. Jawohl. Also, ich habe im dauerhaften Besitz 2 A7 III. Ich habe das G-Master 2470. Mhm. Dann habe ich das Sigma 35 mm und das Tamron 70-180. Ich habe einen Profoto A1. Ja. Leider noch nicht den neuen. Davon werde ich perspektivisch auch 2 haben. Und 2 B10 Plus. Ja, mehr braucht man eigentlich nicht. Ne? Also ich bin im Grunde habe ich dasselbe Besteck, glaube ich. Echt? Also was das Licht angeht. Ja, ich habe 2 B10. Den kleinen habe ich auch, den A1, den A1. Was die, ja, die Objektive habe ich jetzt nicht. Aber Licht habe ich aber nicht genau mit demselben Kram. Cool, ja. Also was perspektivisch bei mir auch noch dazu gekommen wird, definitiv ist das G-Master 14 mm. Das hatte ich nämlich jetzt getestet, auch für eine Fashion-Strecke. Das wird meine nächste Anschaffung sein. Aha. Warum? Was hat dir an dem so gefallen? Also generell bin ich ein großer Fan von den G-Master-Objektiven, weil das 2470 ist halt genauso wie im Übrigen die Kameras einfach eine Arbeitsmaschine. Ne? Ja. Also muss einfach funktionieren und manchmal in letzter Zeit arbeite ich doch ganz gerne auch mal offenblendiger. Ja? Mhm. Ist ganz spannend, sogar im Beauty- und Fashion-Bereich. Kommt halt immer aufs Projekt an. Aber dafür natürlich sensationell und ich persönlich, was mir gut gefallen hat, war die Verzerrung. Ja. leider kann ich die Ergebnisse noch nicht zeigen, aber das war sensationell, was wir da im Studio gemacht haben und für Fashion mega. Wie bist du denn überhaupt zu Sony gekommen? Du hattest zuerst nochmal, hattest du vorhin erzählt, glaube ich, mit so einer ganz anderen Kamera oder einer kleineren Kamera angefangen oder so, ne?
Ja, genau. Ich habe mit einer Teddy-Kamera angefangen, mit der Olympus OMD EM10 Mark II. Mhm. Damals haben mich noch alle ausgelacht und immer gesagt, du mit deiner Teddy-Kamera. Da war ja, die macht auch Bilder, so ist es ja. Nicht. Und da habe ich auch schon Beauty-Close-Ups gemacht, so ist es nicht. Gell? Mhm. Und dann bin ich zu Fuji gewechselt, also quasi von MFT auf APS-C. Und dann, ja, halt eben auf Vollformat, ne? Also, ich meine, irgendwann reicht es halt dann doch nicht mehr aus, sage ich jetzt mal, ne? Und dann... Vom Dynamikumfang oder was reicht denn dir genau nicht mehr? Ich liebe den Dynamikumfang. Nee, im Prinzip, wie ich gesagt habe, dass es einfach eine Arbeitsmaschine sein muss, zuverlässig. Mhm. Der Autofokus war ein ganz großes Thema bei mir, ja. Der Dynamikumfang, gut, dass du ihn ansprichst, weil ich liebe ihn bei der Sony. Der hat mich schon auf den Arsch gerettet, muss ich ganz ehrlich sagen. und demzufolge super zuverlässig. Was liebe ich noch an der Sony? Ja, dann natürlich auch ISO. Ja, also das ist unumgänglich in der heutigen Zeit. Das ist einfach aber letzten Endes auch die Linsen natürlich. Also genau. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan vom 2470. Also du bringst es eigentlich gut auf den Punkt. Bei Sony, das ich weiß nicht, ob das jetzt hilft, aber bei Sony vergisst man die Kamera, weil sie einem einfach dient. Also sie macht einfach, was sie soll. Man beschäftigt sich nicht mit ihr. Ich weiß, da gibt es immer so Kollegendiskussionen, die sagen, ich brauche die Kamera und sie muss mich inspirieren. Und ich sage mal, nee, eigentlich muss mich das Motiv inspirieren. Ich will nicht, dass die Kamera mehr aufmerksam zieht als alles andere. Also für mich muss sie in der Hand liegen und sie muss machen, was ich will. Und sie muss performen. So, und das wirklich bis zum Exzess. Ja, Arbeitstier einfach, ne? Wie ich gesagt habe. Genau, genau. Ich muss dazu sagen, dass ich mir viel eben auch immer ausleihe, ne? Gerade für die Kampagnen. Mhm. Deswegen ist mein eigenes Equipment auch überschaubar beziehungsweise praktisch. Ja, ist einfach ein praktisches Equipment. Und wenn ich dann nochmal mehr Auflösung brauche oder wie jetzt hier 5-6 Blitze oder Outdoor und also ich bin an so einem Punkt, wo ich dann halt einfach die Sachen ausleihe. Weil da dauerhaft im Kofferraum C-Stands zu transportieren, ne, macht ja keinen Sinn. Irgendwann hört es halt damit auf, dass man dann für jede Situation Equipment hat, sondern sich für die Shootings selbst dann entsprechend die Sachen ausleiht. Ja, und genau, du hast jetzt gerade im Eingang, haben wir ja jetzt gesehen, mit 5-6 Blitzen hast du auch keine Angst vor. Wie lange hast du gebraucht, um dir diesen Part der Technik überhaupt drauf zu schaffen? Ich weiß, dass es auch irgendwie Blitzen ja eine Kunst an sich ist. Ne? Also du musst schon wissen, wie die Lichtformer funktionieren. Du musst wissen, welche Abstände und einmessen. Also gerade bei 5-6 Blitzen, da ist es ja schon so, dass du echt ziemlich genau wissen musst, welche Leistung kommt aus welcher Ecke her. Wie lange hast du dafür gebraucht? Also es gab eine Zeit, wo ich mit einem Kollegen in Russland viel unterwegs war und wir haben uns die ganzen Mietstudios für relativ günstig sozusagen geteilt. Ja, also da zahlt man ja irgendwie 25 Euro die Stunde. Ne? Sowas gibt es in Deutschland, glaube ich, nur noch. Leider nicht. Aber wir kennen das aus New York, da habe ich das auch immer gemacht. Einfach so für $25 schnell irgendwo rein, in 2 Stunden fertig, ja. Und da haben wir eine Woche durchgeshootet, teilweise 10 Models irgendwie im Warteraum sitzend gehabt und wir wussten nicht mehr, wer war jetzt für wen da, so ungefähr, ja. Und das war wirklich der Schlüssel, ne? Also ich habe so viel fotografiert und habe ausprobiert und habe auch bei einem Fotografen, ich will nicht sagen assistiert, ich habe eher zugeschaut, ja, ein paar Mal. Dann habe ich einen Workshop für Studiofotografie gemacht und einen für entfesseltes Blitzen. Das heißt, 2 Workshops habe ich gemacht und dann letzten Endes Learning by Doing. Ja, aber du hast es eben angesprochen, mir ist das ähnlich ergangen. War ich in Ghana und da war ich bei einer Modelagentur und die hat mir alle Models geschickt, die sie auftreiben konnten. Ich glaube, das waren 30 oder 40. Und die sollte ich an einem Vormittag von jedem so ein kleines Setcard fotografieren. Und das war heiß und ich musste wirklich durch und immer ein anderes im Hintergrund. Also es musste irgendwie stylisch sein. Und bei sowas lernst du das dann. Da lernst du wirklich Licht sehen, Hintergründe sehen. Und so wie du es eben erzählt hast, das fordert dich und da kommst du aber auch. Und das durchziehen einfach ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht auch Jahre. Ja. Und dann kommt man zu guten Ergebnissen.
Ja, absolut. Also wo du gerade sagst, Zeit, ich hatte ja hier, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir können ja auch gleich nochmal zurückkommen zu Aminata. Ja. Aber Leni Klum war auch ein schönes Beispiel dafür, weil ich hatte letzten Endes, ich glaube, 3 Minuten, ja, um mit ihr zu fotografieren. Ja, und dann muss alles funktionieren. Ne? Das war halt auch so ein Zeitpunkt, wo alle Akkus irgendwie leer waren, mussten gewechselt werden. Ne? Da sind dann 30, ja, es war wirklich so. Ja. Und dann sind 30 Sekunden schon zu viel. Ja, und ja, und wir haben halt trotzdem irgendwie was dann rausgeholt, ne? Weil es geht, muss ja auch, ne? Geht ja gar nicht anders. Genau. Und, ja, und das war letzten Endes Clamshell, also auch ne, ein Lichtsetup, was immer gut funktioniert. Auch sowas lernt man dann, ne, dass dann in solchen Momenten man keine großen Experimente macht. Ja. Sondern einfach was hat, was, wo man weiß, es funktioniert. Und also gerade in so einem Fall ist es ja so, dass das Model an sich ja schon unglaublich viel mitbringt. An Ausstrahlung, an Präsenz. Ich glaube, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, mit bestimmten Models, da wird es dann auch einfach zu viel. Wenn man also gerade eben bei Aminata hat es super gepasst mit den Folien und so. Aber du kennst das ja selber, dann kommen manchmal Models, da brauchst du gar nichts machen. Da hast du Fensterlicht, natürliches Licht oder vielleicht auch einen Aufsteckblitz und du bist damit glücklich. Das ist mir bei dir auch aufgefallen, dass du ja alles kannst. Du kannst sowohl mit natürlichem Licht arbeiten, aber als auch mit Blitzlicht. Gibt es denn so eine Strecke, die du, wo du sagst, da ist super schmales Lichtequipment gewesen, da habe ich im Grunde gar nicht viel Licht einsetzen müssen? Ja. Also die beiden Strecken hier, die auch veröffentlicht wurden, wovon ich gerne mal diese Strecke euch zeigen würde. Ja, weil da schöne Farben. Hast du dir das Preset eigentlich selbst erarbeitet oder ist das ein gekauftes? Ja, also bei mir läuft das so ab, dass ich im Prinzip einen Testshot mache, ganz am Anfang. Und dann mir so 15 Minuten Zeit nehme, in Capture One zu colorgraden. Ja, das war auch eins der Workshops, also einer der Workshops, die ich gemacht habe. Ich kann auch über Photoshop LUTs erstellen und so ein Kram. Ne? Also ich habe mich mit Color Grading wirklich sehr, sehr detailliert befasst. Und Capture One ist halt so dankbar, was Color Grading angeht. Ja? Und dann nehme ich mir eben bei jedem Shooting die ersten 15, 20 Minuten Zeit, das wissen die Leute dann auch, ja, da will ich auch niemanden um mich herum haben, so nach dem Motto, weil dieses Color Grading zieht sich dann durch die ganze Strecke, ja, und das mache ich selbst, manchmal lasse ich mich inspirieren von Presets, aber ich versuche mich da tatsächlich einfach selbst so ein bisschen zu schauen und vorher wieder diese Moods, ne, dass ich mir angucke, was habe ich vor, will ich eher wie jetzt hier in dem Beispiel einen Filmlook kreieren, ja, was auch zur Location passt, also da ist ja wirklich ein ganzes Konzept dahinter, das heißt, ich weiß ja vorher schon, was ich davor habe und muss es dann nur noch im Prinzip umsetzen. Genau. Hier, ist das jetzt hier ein natürliches Licht oder hast du da noch eine kleine Lampe dabei gehabt? Also ich kann ja wieder mal durchklicken und so ein bisschen was sagen und erzählen. Also die meisten Bilder sind wirklich Available Light. Hier haben wir nur ein Fensterlicht gehabt. Also hier sieht man, hier oben war ein Fenster. Und das war es auch schon. Ja. Ich glaube, bei dem Rest, also hier auch nur natürliches Licht. Vor ihr waren Fenster, es war aber auch ein sehr bewölkter Tag und es war insgesamt sehr dunkel. Aber Sony mit der ISO ist ja kein Thema, ne? Ja, das muss man wirklich sagen. Und da haben wir auch wieder Fensterlicht, ne? Das sieht man ja hier auch ganz schön, die Spiegelung. Siehst du, manchmal sieht das eben so mega teuer aus und dann denkt man, oh, das ist ein Riesenschirm und was hat sie dann gebastelt? Und dann ist es so profan. Dann sag ich, ja, da war ein Fenster halt. Ja, ganz, ganz toll. Ich liebe es, so profan zu arbeiten. Muss man auch teilweise, ne? Also bei Kundenshootings ist es manchmal nicht anders. Auch hier wieder Fensterlicht. Ja, dann hier auch reines Fensterlicht. Der Nils fragt, die Workshops, von denen du eben gesprochen hast, was waren das für welche? Kannst du die weiterempfehlen? Ja, ich habe bei Frank Jurisch einen Workshop gemacht.
Studiofotografie und beziehungsweise Dauerlicht war das im Studio. Und lustigerweise habe ich noch bei Hanna aus Gießen, lebendige Fotografie, da habe ich entfesseltes Blitzen gelernt. Okay, genau. Und kannst du beide empfehlen? Absolut. Sehr schön. Ja. Die Janina fragt, woher kriegst du diese geilen Klamotten? Ja, das, die hätte ich auch gerne alle. Leider kriegen die nur meine Models angezogen und dann wird sie wieder mitgenommen in die Showrooms dieser Welt. Also Fashion-Stylisten, die ich auch kalt akquiriert habe. Das ist wirklich nicht einfach, da Leute zu finden. Aber über die Pull-Letter, Styling-Letter, die wir dann haben von den Magazinen, das ist quasi die Eintrittskarte dann für einen guten Fashion-Stylisten. Mhm. Ja. Der Nils, der fragt ja auch nochmal, wie sieht denn, da du aus dem Marketing kommst, wie sieht dein eigenes Marketing aus? Du hast es vorhin schon mal angedeutet, Telefone in die Hand und Netzwerken, 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 ne? Ja, Netzwerken, Netzwerken, also tatsächlich viel fotografieren, ne? Also auch wenn man da gerade neu anfängt, ich war mir zum Beispiel auch für nichts zu schade, also ich habe wirklich zu nichts Nein gesagt, solange es mit Menschen zu tun hatte, ja. Mhm. Was mich ja nur weitergebracht hat, ja, dass ich mehr Sicherheit, Selbstbewusstsein und so weiter, dann ist es ein Business, ja, es ist einfach ein Business, wie jedes andere Dienstleistungsbusiness auch, das heißt, es muss auch Kunden geben, die das kaufen, ja, die auf dich aufmerksam werden. Ich habe auch alles Mögliche ausprobiert, im Beauty- und Fashion-Bereich läuft es tatsächlich sehr, sehr viel über Kontakte und Weiterempfehlungen, ich glaube zu 80-90%, aber ich würde nicht ausschließen, dass Kaltakquise auch in den jetzt, also in den aktuellen Zeiten noch funktioniert, ja, weil irgendwo muss man ja anfangen. Ja. Genau. Würdest du denn, der Thorsten, es geht so ein bisschen in die Frage, fragt, was würdest du für so ein Shooting verlangen? Also wenn ich jetzt sage, kannst du mit mir mal so ein Fashion-Ding machen, würdest du das auch direkt Endkunden anbieten? Ja, also ich habe immer mal wieder Privatkunden, die auch ein Fashion-Shooting bei mir anfragen. Dafür habe ich auch eine Preisliste. Es ist nicht günstig natürlich, aber weil der Aufwand ist ja trotzdem da. Ja. Aber ich finde das total spannend. Ich finde das auch total spannend, weil es gibt immer mal wieder auch bei mir so Anfragen, da sind so Männer oder Frauen, die gerade unglaublich gut trainiert sind und sagen, ich bin gerade in der Form meines Lebens und ich würde jetzt gerne, ich fühle mich jetzt gerade so danach, als hätte ich jetzt gerne mal so eine Strecke, die mich einfach auch mal in meinem Leben so ein bisschen begleitet. Ja, also unbedingt. Ich mache das, wie gesagt, total gerne. Was ich halt oft mache, sind Z-Card-Shootings. Ja, bei Models, die dann da aufstrebend sind und in der Branche Fuß fassen wollen. Das ist eigentlich so der Klassiker bei mir. Wenn ich Privatkunden habe, dann sind das oft angehende Models, die dann ein Z-Card-Shooting bei mir buchen. Mhm. Ja. Der Florian fragt, was war denn bisher so dein herausforderndstes Shooting? Also gibt ja bestimmt irgendwas, wo du sagst, das war schwer, aber im Ergebnis war es toll. Da gab es einige, Steffen, da gab es einige. Also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mal für Adidas einen Job gemacht und ich habe Höhenangst, seitdem ich, ich weiß gar nicht, da hatte ich auch so ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben. Mhm. Jedenfalls habe ich Höhenangst und dann war ich da auf so einem Rooftop irgendwo in Berlin und ich habe nur Schiss gehabt. Ne? Ich habe nur Schiss gehabt und dann mussten wir die ganze Technik da noch irgendwie hochkarren und also das war auf jeden Fall krass und überhaupt generell Outdoor-Shootings und immer dann, wenn es um Höhenangst geht, oder wenn es gefährlich wird, ne? Wenn ich so wie mit dem Baumstamm, was wir da eben gesehen haben, sind ja teilweise auch keine ungefährlichen Situationen, in Anführungszeichen, ne? Das war ja jetzt nicht tief, das Wasser, ne? Aber also ich habe schon ein paar Mal geschwitzt in meinem Leben, das kann ich definitiv unterschreiben. Ich weiß, du hast eine Sache jetzt im Vorgespräch schon gesagt, es war unglaublich wenig Platz. Also das ist auch immer so der Standard, wenn du irgendwo hinkommst. Ich hatte mal, ich weiß noch, ein Fashion-Shoot für Paddocks Jeans und die sagen, wir haben ein tolles Boot und dann kommst du da hin und dann waren die Räume so unfassbar klein und man muss da irgendwie gucken, wie man das hinkriegt. So eine ähnliche Erfahrung hast du auch gemacht, ne? Ja, so eine ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht mit einem Kunden. Da habe ich auch ein Video notfalls nochmal dazu. Ja, lass uns das doch mal erstmal angucken und dann gucken wir uns das Ergebnis an. Okay. Stimmt.
Ja, da, ich glaube, war jetzt sogar mehr Platz, als ich vermutet habe. Aber am Ende der Shooting-Part, also dieser kleine Kreisel, den du da hast, das war jetzt auch nicht üppig. Das waren maximal 2 Quadratmeter. Ja. Und das habe ich in letzter Zeit öfter, wenig Platz. Und ich habe es aber tatsächlich gelernt, weil ich, als ich diese vielen Shootings gemacht hatte, meistens wenig Platz hatte. Und da lernt man das auf wenig Quadratmetern irgendwie zurechtzukommen. Es ist natürlich ein Workaround. Ne? Also du musst, ich kam dann auch schon mal mit einem Paraschirm ne? Und da tust du dir keinen Gefallen. Ne? Ja. Und dann musst du halt anbauen. Ne? Also du fängst an, einen Blitz nach dem anderen zu setzen, zu gucken, okay, wie kriege ich jetzt diese 2 Quadratmeter irgendwie gut ausgeleuchtet? Und das ist echt die Königsdisziplin, meiner Meinung nach. Wenn du das schaffst, dann schaffst du jede Situation, weil du dich ja dann im Prinzip ja nur verbesserst. Ne? Je mehr Platz ich habe, desto wohler fühle ich mich. Kannst du uns von dem Shooting von eben noch mal ein paar Ergebnisse zeigen? Ja, sehr gerne. Da habe ich so ein paar Kampagnenbilder. Kriege ich einfach mal so durch. Ja. Also wirklich Studio. Du müsstest nicht deinen Bildschirm freigeben, dass wir es auch sehen. Sorry. So. Zack. Ja. Genau. Also im Prinzip Studio-Bilder, wie man sie sich dann halt vorstellt. Ja. Es ging um Haare, ja. Genau, es ging um Haare. Und ja, und das war halt dieses kleine Eckchen mit den 3 pro Fotoblitzen. Und ich glaube auch das 2470 war das damals. Genau. Ja. Das große Geheimnis solcher Bilder ist ja auch immer, dass du so ein komplettes Team hast. Ne? Also sowas, was du jetzt zeigst, das kann man schwer ganz alleine irgendwie wuppen. Da brauchst du wirklich, ich glaube, das sollte man vielleicht auch nochmal darauf eingehen. Da sind ganz viele kleine Rädchen, die dazu führen, dass am Ende sowas bei rauskommt. Also da ist eine Stylistin, eine Haarstylistin, die wirklich jede Strähne guckt. Dann jemand, der die Klamotten aussucht und zueinander kombiniert und so. Du als Fotografin hast natürlich auch einen großen Teil, aber dieses Team, hast du da so ein Team, mit dem du jetzt schon relativ fest zusammenarbeitest oder wechselst du gerne, weil dann immer mal wieder frischer Wind reinkommt? Tatsächlich habe ich ein festes Team mittlerweile, also einen festen Assistenten, eine Hair- und Make-up-Artist, also es geht so nach Prio, ja? Und die können natürlich auch mal gebucht sein und dann habe ich einen zweiten oder eine zweite, aber da habe ich auf jeden Fall mittlerweile mein festes Team bei Fashion Styling auch. Aber da kommt es natürlich auf das Kundenbedürfnis an. Ne? Es kann manchmal gefragt sein, dass es eher zurückhaltend ist. Und da arbeitet ja jeder Fashion-Stylist auch so ein bisschen anders. Da habe ich auch 2, 3, wo ich einfach weiß, die machen einen guten Job. Wir haben auch schon zusammengearbeitet und es hat einfach super funktioniert. Der Kunde war zufrieden und dann bin ich auch zufrieden. Ne? Mhm. So. Der Thomas, oder warte, ich muss mal von oben nach unten gehen. Der Florian fragt, mit wem würdest du denn am liebsten mal im Bereich Mode arbeiten? Model oder? Ja, Model, Location, Haare, Make-up. Ja, tatsächlich ist eher die Frage, wo, weil ich würde sehr, sehr gerne in Paris und in London mal arbeiten. Da gibt es tolle Make-up-Artists, aber es sind immer sehr, sehr viele, also es sind immer so ein paar, ne? Also ich will mich da gar nicht auch so auf einzelne Personen fixieren. Weil es sind immer so mehrere Leute pro Land, pro Kontinent, die mich inspirieren. Und ich würde es eher so an den Ländern, sage ich jetzt mal, festmachen. Mhm. Und Kapstadt natürlich, großes Ziel, ja, dass ich da im Prinzip idealerweise jeden Winter verbringe. Wenn es mal wieder geht, ja. Das wäre es doch, oder? Ja. Die Amelie fragt, gibst du denn selber auch mal Coachings? Bist du schon, wäre das was für dich oder fühlst du dich da noch zu frisch dabei? Habe ich auch schon gemacht. Mhm. Ich habe auch Workshops schon gegeben. Allerdings ist es bei mir tatsächlich so, dass ich da nicht ein halbes Jahr im Voraus einen Workshop oder Coaching schon eher, ne? Mhm. Aber die Zeit fehlt halt oft. Ja, also du, wenn du dann die Kampagnen hast und du, also es ist manchmal der Wahnsinn, da passt es tatsächlich zeitlich gar nicht rein. Ich habe es aber schon gemacht, ja, und traue mir das auch zu.
Aber es muss halt zeitlich reinpassen und ja, das würde mir das Herz brechen, wenn ich dann was verspreche, was ich nicht einhalten kann, rein zeitlich gesehen. Ja. Ja. Thomas fragt, man sieht bei dir ganz toll die Detailarbeit in der Post. Du hast so eine glatte, perfekte Haut da immer in der Post. Und mit den Hauttönen, gibt es da ein Geheimnis? Geheimnis. Es ist eigentlich ganz einfach, wie ich finde. Ich habe hier auch mal was vorbereitet. Ja. Zum Thema Retusche. Wir hatten ja über Aminata vorhin gesprochen und auch Color Grading, weil beides ist für mich gleichermaßen wichtig. Also nicht nur die Retusche, sondern auch das Color Grading. Und die Retusche, klar, ist die jetzt hier aufwendig und bis ins Detail, ne, und jede einzelne Pore, was ich aber wichtig finde. Und das Bild zeigt das eigentlich schon ganz gut, dass die Hautstruktur erhalten bleibt. Ja, also dass es nicht so eine Weichzeichnung ist, dass man irgendwie mit den Pinseln einfach alles weichzeichnet, ist, finde ich persönlich, ist gar nicht mein Geschmack. Ne? Das, meine Retusche ist auch nicht so amerikanisch, die ist eher Vogue. Ne? Also, aber du machst sie selber, ne? Ich mache die auch selber, aber bei großen Jobs, wenn es 30 Bilder sind, die in 3 Tagen fertig werden müssen, arbeite ich ganz selten auch mit 1-2 Retuscheuren zusammen, wo ich weiß, dass die eben genauso wie ich retuschieren. Und kommt aber Gott sei Dank nicht so oft vor, weil ich oft dann doch Zeit habe, bis die nächste Kampagne kommt. Und dann habe ich das große Glück, dass ich es selbst machen kann. Also es ist einfach eine Zeitfrage, ne? Aber in den meisten Fällen klappt es. Ja, bei freien Arbeiten zum Beispiel arbeite ich gerne auch mal mit anderen Retuscheuren. Da tatsächlich. Aber man muss ja auch ein bisschen so sein Portfolio an Leuten ein bisschen auch immer erweitern. Ja, ja. Genau. Bei Kundenarbeiten bin ich sehr, sehr perfektionistisch und anspruchsvoll. Und bevor ich dann mit dem Retuscheur 10 Korrekturrunden drehe, weil ich nicht zufrieden bin, habe ich es dann doch schneller selbst gemacht. Ne? Ja, aber jetzt hast du uns schon angeteasert, dass du uns jetzt mal zeigen willst, wie einfach das ist. Mit der Retusche, genau. Also ich persönlich kann empfehlen, nach all den Jahren, ich habe auch als Retuscheurin mal für einen Fotografen gearbeitet im Übrigen. Also ich bin mir für nichts, ich habe ja gesagt, ne, ich habe schon alles oder fast gefühlt viel ausprobiert. Also was ich euch empfehlen kann, ist im Prinzip Reparaturpinsel. Wir sehen im Moment immer noch dein Haarshooting im Bild. Oh, sorry. Echt? Okay. Moment. Das müsstest du einmal zumachen und dann sehen wir wahrscheinlich auch deine... Okay. Ja, jetzt. Oh, genau. Sorry, also hier wollte ich euch die Struktur nochmal zeigen der Haut. Ne? Ja, das haben wir gerade angesprochen. So, und da gehst du dann wirklich mit dem Reparaturpinsel rein und machst jede Unreinheit. Genau, also das Tool, im Prinzip sind es nur 2, die ich empfehlen würde, Reparaturpinsel und Dodge & Burn. Ja. Da kann man natürlich auch im Mikrobereich arbeiten, muss man aber nicht. Ne? Aber wenn es natürlich auf dem Plakat gedruckt wird, dann muss man auch meiner Meinung nach im Mikrobereich so ein bisschen arbeiten. Ne? Also wirklich reinzoomen, rauszoomen. Das ist immer eine Frage des Verwendungszweckes. Mhm. Ja? Aber diese 2 Dinge, Reparaturpinsel und Dodge & Burn, damit hat man es im Prinzip, hat man alles, was man braucht. Also ja. Ja, klar, logisch. Frequenztrennung und sowas ist gar nicht meins. Könnte ich, aber ich bin mit den 2 Tools super zufrieden. Und ich mag auch nicht dieses Überretuschierte. Ne? Bei mir muss es immer sehr, sehr natürlich noch bleiben. Das heißt, die Hautstruktur muss vorhanden bleiben. Die Amelie fragt noch, hattest du dann eigentlich schon mal Zeiten, in denen du überhaupt keine Motivation mehr hattest, weil alles irgendwie nicht so richtig gelaufen ist, wie du erhofft hast? Und wie hast du dich dann wieder quasi fangen können? Ja, also die Beauty- und Fashion-Branche ist eine der härtesten Branchen, die ich kenne. Ja. Und da muss man das lieben, was man tut, um sich immer wieder selbst zu motivieren, weil ich habe so viele Rückschläge erlebt in den letzten 3 Jahren. Da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Erklär mal für die nicht drin sind, warum ist das so besonders hart? Naja, weil eben vieles über Kontakte läuft und nicht die Jobs zugeflogen kommen oder man ne, irgendwie sich, also es gibt viel, viel Konkurrenz, viele Jungfotografen, wir haben die Smartphone-Fotografie, also diese ganzen Dinge, die sowieso die Fotografie ja auch per se, sag ich mal, breiter machen, ne?
Und dann natürlich die Schnelllebigkeit, alles muss Social Media, die Bilder werden super schnell verwendet, gesehen und schon wieder next, ne? diese Schnelllebigkeit und die Branche an sich. Die Leute, wie soll ich sagen, also die Leute, die ich kenne, die das seit 15, 20 Jahren machen, die haben echt meinen Respekt. Also die haben einfach so meinen Respekt, dass sie das durchgehalten haben. Es ist einfach anstrengend, ne? Sich immer wieder, oder auch die freien Strecken, das wird man... Man kann sagen, man muss viel, anders als ich jetzt, ich bin jetzt in der politischen Reportage unterwegs, ich brauche keine freien Strecken machen. Weil das ist ein schönes Beispiel, sich zu motivieren, jeden Monat, was ja immer noch sehr viel ist, als Beispiel, eine freie Strecke zu machen, um neue Leute kennenzulernen, um sein Portfolio abzudaten und so weiter und so fort. Und das wissentlich bis an sein Lebensende zu machen, wenn man in dem Bereich arbeitet, dann muss man das lieben. Sonst macht man das nicht. Der Hans-Peter fragt, wir haben nur noch 5 Minuten, deswegen haste ich ein bisschen durch, siehst du, wie schnell das geht. Hans-Peter fragt, wie sieht es denn aus mit dem Mitspracherecht bei den Bildern beim Kunden? Also du machst natürlich sicherlich eine Vorauswahl, aber ich kenne das auch, dass man dann hinterher gar nicht so glücklich ist über die Auswahl des Kunden und dass man selber vielleicht eine andere Auswahl getroffen hätte. Wie läuft das bei dir? Also tatsächlich zeige ich nur das, wo ich auch dahinter stehe. Da fängt es schon mal an, aber bei den Models, mit denen ich arbeite, ganz ehrlich, da ist fast jedes Bild ein Knaller, so dass ich immer gut leben kann damit. Aber wie gesagt, wenn jetzt was mir überhaupt nicht gefallen würde und gar nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen, in Absprache mit dem Kunden sortieren wir das auch schon aus. Ich teste ja auch live, ne? Also der Kunde ist immer direkt dabei. Hattest du das denn eigentlich auch schon mal, dass du irgendwie, dass gar nichts funktionierte, dass du nicht warm geworden bist? Du machst ein Bild nach dem anderen und nichts funktioniert. Dass gar nichts funktioniert? Manchmal war es so, dass vielleicht einfach die Leute waren noch müde oder was auch immer. Ne? Dann schmeiße ich die Musik an und wie auch in dem Video, ne, dann fangen wir an zu tanzen und werden erstmal alle warm. Ja. Weil jeder Mensch, egal ob professionelles Model oder Privatperson, braucht mal 5 bis 10 Minuten, um warm zu werden. Mhm. Und da hatte ich schon Momente, wo dann gar nichts ging. Und dann haben wir einfach erstmal Pause, ne, eine Runde getanzt, Musik gehört oder Kaffee getrunken und nichts erzwungen. Also das funktioniert dann nicht. So Momente hatte ich auf jeden Fall schon. Hm. Ja. Und gibt es ein paar fotografische Themen, fragt auch der Florian nochmal, die du besonders gerne machen würdest vielleicht oder überhaupt gerne machst? Wie gesagt, das Thema 14 mm, da will ich mich ein bisschen mehr reinfuchsen, aber auch mit einem 35er Strecken zu machen und mit ganz profanem Licht. Ja, also ich habe mir zum Beispiel jetzt für die Strecke, die ich am Sonntag shoote, einen LED-Stick einfach nur zubestellt. Das finde ich richtig genial. Also mit ganz wenigen Mitteln, egal ob das das Kamera-Equipment ist oder auch das Licht, im Prinzip geile Bilder zu machen. Ja, mit ganz wenig Aufwand und tralala und hast du nicht gesehen. Das finde ich mega spannend. Also beschränkst du dich oder beschneidest du dich dann auch selbst gern mal einfach künstlich und sagst, okay, ich nehme jetzt nur dieses Licht und dieses Objektiv und das ist es jetzt? Ja, absolut. Okay. Ja, das ist wahnsinnig herausfordernd und mitunter, ich kenne das, ist man dann vielleicht auch mal 10 Minuten, hat man irgendwie so, denkt man, warum mache ich das bloß? Und dann plötzlich läuft es doch, ne? Ja, irgendwie kriegt man dann doch was hin und das macht es ja spannend, ne? Ich finde das total mega, ja. Weil es braucht nicht immer 6 Blitze, ne? Also ich meine, hier, das ist jetzt die Königsdisziplin, ne? Da kann man alles rausholen. Ich habe hier nochmal was vorbereitet mit Color Grading. Was man machen kann. Also nur mit Color Grading, ja. Weil wir hatten überlegt, wollen wir da nochmal in eine andere Richtung gehen, haben uns dann aber wieder umentschieden. Aber das ist alles Post-Production, ja, es braucht es aber nicht immer. Also das ist ganz, ganz wichtig, auch so die Message, ne? Es braucht nicht immer 5 Blitze, Schmuck und tralala, manchmal ist weniger mehr und auch viel spannender und herausfordernder für den Fotografen so.
Du machst ja neben der Fashion-Fotografie, weil der Florian hier nochmal nachbohrt, ob es auch andere fotografische Themen abseits von Mode gibt. Also ich glaube, du machst auch noch andere Sachen außerhalb der Mode, oder? Ja, ich mache auch noch andere Sachen. Also im Prinzip alles, was mit Menschen zu tun hat. Im ersten Jahr habe ich zum Beispiel nur Hochzeiten fotografiert, ja, 2019, ne? Und ich glaube, gefühlt nichts anderes. Doch, ich hatte dann schon für Nike oder Adidas was ich dann gemacht hatte. Mhm. Und dann fing es an, dass ich da eben im Beauty- und Fashion-Bereich schon Fuß gefasst habe. Aber letzten Endes kann mich jeder Privatkunde anfragen, für was auch immer, wenn es zeitlich passt. Ne, würde ich da wahrscheinlich immer ja sagen, ne? Aber manchmal passt es halt zeitlich nicht, ne? Aber ich finde Menschen per se, egal ob jetzt im Studio, Outdoor, ist total meins. Das ist so witzig. Wir hatten hier im Laufe der Sendung der letzten Monate, fast 2 Jahre jetzt fast schon, auch Fotografen, die gesagt haben, bloß keine Menschen, Landschaften, die gehen mir wenigstens auf die Ketten. Christian, die Sendung ist fast um, aber unsere letzte Frage, die möchte ich immer stellen. Was war das größte Learning in den letzten 3 Jahren? Also aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt? Also im Prinzip einfach alles mitnehmen, alles machen. Mhm. Nicht darüber nachdenken, könnte das jetzt ein Fehler sein, weil die Erfahrung, die du machst, auch wenn es ein Fehler ist, die ist das Wertvollste, was dir passieren kann. Also zu allem, solange es in deinem Bereich ist, einfach alles mitnehmen, einfach alles ausprobieren. Nur so lernt man auch am schnellsten, ja, sich für nichts zu schade sein. Auch mal eine Hochzeit fotografieren, ja, und keine Ahnung, auch mal bei Minusgraden fotografieren, auch mal in Off-Locations fotografieren, blitzen, mit Blitz, ohne Blitz ausprobieren, alles machen, alles mitnehmen, was geht, und sich nicht ärgern, wenn irgendwas schiefläuft, sondern daraus lernen und weitermachen. Immer weitermachen, immer dranbleiben. Ja. Das ist, es spricht mir so aus der Seele, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Vor allem der Satz, sich nicht zu schade zu sein für etwas. Weil ich sehe das auch manchmal mit so einem kritischen Blick bei vielen Nachwuchsfotografen, die sagen, ich mache das nicht oder ich mache das nicht. Aber ich gerade diese kleinen Sachen, die wie der Pickel am Arsch irgendwie, sind doch ja am Ende die, wo du am meisten lernst und wo du am meisten gefordert wirst. Unbedingt. Ganz wichtig. Ja. Christiane, Zeit ist um. Es hat mich super gefreut. Und es war wirklich so, wie ich erhofft hatte, auch wieder ganz viel Input dabei und ganz viel, was mich wirklich unfassbar positiv schockiert hat, dass du das erst seit 3 Jahren machst, muss ich sagen. Hut ab, Chapeau. Und ich wünsche dir für die nächsten Jahre natürlich irgendwie weiter solchen Erfolg und dass du noch sonst wo landest. Und wird dich irgendwann mal Germany's Next Topmodel wahrscheinlich als Fotografin dann sehen werden. Vielen lieben Dank. Es war mir eine große Ehre. Und es war super kurzweilig. Um Gottes Willen. Ja, oder? Es hat sich angefühlt wie 5 Minuten. Genau so.